Ein neuer Tag beginnt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer. Tom Nook möchte mit uns reden. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ah, da ist sie. Guten Morgen, Yumi. Der Chef ist hier. Komm doch bitte gleich mal zu uns. Oh, wenn das nicht Yumi ist. Deine Arbeit in Phase 1 des Stadtentwicklungsprojektes hat mich sehr beeindruckt. Eine großartige Schule. Aufgrund deines Erfolges habe ich beschlossen, dich zur offiziellen Projektleiterin zu ernennen. Ich gebe mein Bestes. Muss ich wirklich? Nein, wir geben unser Bestes. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Diese Einstellung gefällt mir. Für dich bedeutet diese Position jedenfalls, dass du mehr Freiraum hast, deine Ideen umzusetzen. Ach ja, da fällt mir ein. Melinda kommt morgen mit den Plänen für neue Einrichtungen vorbei, die genehmigt wurden. Doch zuvor wollte ich dir ein kleines Präsent überreichen. Oh, interessant. Das bei deiner Arbeit vielleicht nützlich ist. Ich habe es auf deinen Schreibtisch gelegt, damit du es dir später in Ruhe ansehen kannst. Aha. Es ist die Probelektion des Studienbuchs für der schönen Häuser. Okay. Dort lernst du die neuesten Techniken im Hausdesign. Normalerweise musst du für jede Lektion Spielmünzen zahlen. Doch die erste Lektion ist kostenlos, also probier es ruhig mal aus. Tja, das war's auch schon, was ich besprechen wollte. Also dann, viel Erfolg bei der Arbeit morgen. Und mir viel. Ja, spiel nur Golf, du. Du Dickerchen. Ich mag ihn irgendwie. Der geht doch bestimmt schon wieder Golf spielen. Letzter Zeit kommt es mir so vor, als könnte ich die Gedanken unseres Chefs lesen. Wie dem auch sei, zurück zur Arbeit. Glückwunsch zur Beförderung. Du arbeitest dich ja schnell hoch. Dann hast du ja ab morgen ja viel mit der Stadtentwicklung zu tun, wie es aussieht. Aber heute sollten wir weitermachen wie gewohnt. Ach ja, das Studienbuch, das der Chef erwähnt. Ich verwende es auch und es macht so viel Spaß. So viele Ideen um den Horizont zu erweitern. Sieh es dir also wenigstens. Ja, ich schau mir den kostenlosen Kurs an, keine Sorge. So, dann viel Spaß noch bei der Arbeit. Du kannst nun das Studienbuch der schöneren Häuser verwenden. Setze dich an deinen Schreibtisch und wähle Lernen. Um eines... Aha, ich bin mal gespannt, was das ist. So lernst du, neue Elemente und Möbelarten einzusetzen, um Objekte noch kreativer zu gestalten. Der erste Kurs ist gratis. Schau ihn dir gleich mal an. Ja, ich will mir doch anschauen. Was möchtest du tun? Lernen. Willkommen beim Studienbuch der schönen Häuser. Im Tausch gegen Spielmünzen kannst du dich hier zu diversen Einrichtungsthemen bei den weiterbilden. Eingetauschte Spielmünzen werden auch verbraucht, wenn du das Spiel beendest, ohne zu speichern. Zu welchem Thema möchtest du dich fortbilden? Seminar Decke. Okay, ich bin gespannt. Ich habe übrigens gerade noch Spielmünzen, was ich hier ausgebe. Okay. Aha. Ah. Interessant. Okay. Achso, okay. Einrichtung, deren Kreativität auch nach oben keine Grenzen kennt, empfiehlt sich unser Deckenseminar. Bei der Einrichtung bist du nicht auf Wände und Boden beschränkt. Auch die Decke kann gestaltet werden. Von Lampen bis zur Disco-Kugel im Katalog unter, ja, das Dranhängzeug, steht jetzt eine Vielzahl der Möglichkeiten offen. Lass dich dabei, aber genug Platz im Entwurf, denn über richtige hohe Möbel passen keine Deckenelemente. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Wie sie so nickt, so. Du kannst nun auch die Zimmerdecke gestalten. Kopf hoch. Das ist ja geil. Ich mach das gleich nochmal. Ich habe ja ganz viele Spielmünzen. Lernen. Vielleicht sollte ich erst morgen wieder weiter lernen. Ach so. Heute geht nichts mehr. Okay. Schade. Na gut. Ich bin mal gespannt, was da noch dazu kommt, weil ich habe ja sehr viele Spielmünzen. Da kann man sicher das ein oder andere neue Dekorobjekt quasi freischalten. Das ist bestimmt lustig. So. Aha, eine geheime Basis für meine Freunde und mich. Ein blaues Haus voller blauer Möbel wäre total knuffig. Mit euch habe ich ja schon gearbeitet, ne? Ja. Okay. Gut, dann reden wir mal mit dem blauen Flosch, der eine blaue... blaue Phase. Kann ich dir irgendwie helfen? Nipp, nipp.
Wirklich? Du arbeitest also bei Immunok? Klasse! Ich habe so viele Süßigkeiten bei mir daheim, dass ich ein neues Haus brauche, um sie alle unterzukriegen. Aber verrate keinem, dass ich so viel Süßkram habe, sonst glaubt mir den noch einer. Du baust mir doch ein neues Haus. Dip, 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 dip. Überlass das mir. Haha. Au ja, das wird bestimmt ganz toll werden. Dip, dip. Yeah, okay. Sieht aus wie ein Mädchen, aber ich glaube, es ist ein Junge. Ja, guckt. Ja, es ist auch ein Junge, heißt ja auch Jörg. Okay, nun denn, Jörg, dann lass uns mal ernst machen mit dem Hausbau. Also, Yumi, such ein Grundstück aus, das zu unserem Kunden passt. Also, könnte ich jetzt handlicherweise wieder die hier nehmen? Weil eigentlich... immer. Ich bin nämlich ein bisschen irritiert. Weil einige Grundstücke habe ich doch schon zum Beispiel besetzt. Ich gucke gerade, wo hatte ich denn... Welches habe ich denn... Nee, nicht das. Hä? Welches habe ich denn da Aziza gegeben? Welches Grundstück? Das müsste doch eigentlich jetzt schon besetzt sein, oder nicht? Das irritiert mich gerade. Ich finde zwar den gerade gar nicht mehr. Ich denke jetzt auch so, hä, ist die dumm? Hier, das hier. Hm. Na gut, anscheinend ja nicht so. So was Verregnetes? Eigentlich schon, ne? Würde ich eigentlich schon gerne geben. So was Verregnetes am Meer. Oder hier so. Da habe ich jetzt irgendwie voll Bock drauf. Das gebe ich ihr jetzt. Nun gut, Jörg. Dann hätten wir die Grundlage für dieses Projekt gelegt. Yumi, fahr doch bitte gleich mit Jörg zum Grundstück. Alles Weitere liegt in deinen Händen. Hey, na gut, dann fangen wir einfach mal an. Oder so. Ja, wir fangen an. Okay, was gibt's? Boah, hier werde ich also wohnen? Ich bin da so gespannt, wie alles fertig aussieht. Blaue Phase. Okay, der blaue Frosch hat eine blaue Phase. Dann möchten wir das alles ja mal blau gestalten. Also wirklich alles blau anscheinend. Nehmen wir ein blaues Dach. Gucken wir mal, vielleicht gibt es noch ein schöneres Dach. So vielleicht. Oder so. Aber es ist aber eher Zyan, ne? Das ist schon ein sehr dunkles Blau. Das vielleicht. Oder so. Nee. Oder so, das ist ja was. Wow, das ist brutal hässlich. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz zurück. Warum dauert das so lange? Ich will doch nur zurück an den Anfang. Ah, Spiel, braucht nicht so lange. So. Nehmen wir das hier, würde ich mal sagen. So, Fassade. Auch was Blaues natürlich, aber er mag ja alles in Blau, der gute Jörg. Vielleicht hier so, so weiß. Gibt es eigentlich so blau hier sowas, ne? Das würde gehen. Und eine blaue Haustür haben wir ja eigentlich schon, aber man kann ja mal gucken, ob wir noch was. So zum Beispiel. Ja, komm, nehmen wir die. Und das Haus könnte auch ein bisschen anders aussehen. Vielleicht so. Oder so. Nee. Ich glaube, das Runde war eigentlich schon ganz nice. Wobei, so mit so ein bisschen Gelb drin ist eigentlich schon nice, ne? Ich glaube schon, oder? Ich könnte auch das hier nehmen. Oder das? Ich glaube, ich nehme das. Komm, was hat der Geiz? Ich nehme das. Wir werden nicht so ewig dann daran umsitzen. So, wie gefällt dir das schon mal? Ist das ganz nice? Natürlich ist das nice. Was ist das? Ein Azurbett. Ist aber ein Gelb. Aber das gelb-blaue Thema tun wir ja auch hier so ein bisschen aufgreifen, was gar nicht mal so schlecht ist. Aber wir haben schon ein Bett draußen. Wir gucken mal. So. Ha, hier, es kriegen auf jeden Fall ganz viele Azurmöbel dazu. Ich habe das Gefühl, das wird schon auf was hinaus hier. gucken wir mal, was wir noch für außen so machen können. Wo wir wieder bei Blau-Gelb wären. Dann ist es eine blaue Rutsche, ja? Also hier alles cool, ne? Gut, ein paar Bäume sollen natürlich... Oh ja, blaue Büsche! Blaue Büsche! Blaue Büsche! Wow, das sind viele blaue Büsche, aber was hat das Leben für einen Sinn, wenn man nicht genug blaue Büsche hat? Frage ich dich, mein Freund. Blaue Büsche, die man zum größten Teil dann gar nicht mehr sieht. Oh mein Gott, ich liebe Büsche. So. So. Oh mein Gott, I love it.
I love it. Kann ich eigentlich auch Böden legen? Nee, das geht nicht. Das ist schade. Blaue Pflanzen? Nee, da geht jetzt hier nur sowas, ne? Schade. Da geht höchstens zu violett. Finde ich jetzt ein bisschen traurig, aber besser als nichts, ne? Leg schon mal ein paar violette. Kann man hier mal so ein bisschen verteilen, so. Das kann ja noch nicht alles sein. Okay, ich guck noch mal hier danach. Ein Bäumchen wäre auch eigentlich ganz nice. Den schon liebsten hier. Nehmen wir einen Pfirsichbaum, was auch sonst. Kennt mich ja, ne? Ihr kennt mich. So, dann setze ich mal hier so hin. Und natürlich diese blaue Rutsche. Diese blaue Rutsche ist so mega geil, ne? Also, wow. Weil daraus geht nicht, ne? Nee, schade. So. Ich könnte mich auch hier so hinterstellen. Was ist hier davor? Ja, ist ja ganz neat, oder? Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Manchmal ist auch weniger mehr und mehr weniger. So, dann nehme ich auf jeden Fall die hier noch. Davon auch noch ein paar. Boah, ich liebe dieses Kopierding. Das ist einfach mal so geil. Das erleichtert mal alles einfach. So. So, so. Vielleicht noch so. Nee, du bist aber hier so ein bisschen im Weg. Du kommst so. Ich kann hier noch so nach hinten mehr machen. Das vielleicht noch so. So. Dann kann man hier so schön rübergehen oder halt eben hier mal so kurz rutschen. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne setzen. So. Das ist doch eigentlich so ganz süß, oder? Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Gut, gehen wir mal rein. Und gucken, ob wir das auch schön blau gestalten. Das dürften wir auf jeden Fall doch hinkriegen, oder? Oder? Natürlich. Oh, sogar wieder mit Vorgabenmöbeln. Ja, ja, ja. Ich hätte es mir auch schon denken können, ne? Okay, gut. Dann kriegt er auf jeden Fall einen Esstisch. Da wäre es eigentlich gut, wenn man... Ich überlege gerade. Ja, machen wir das so. Nehmen wir da hier so... Ist eigentlich schon geil. Könnte ich jetzt eigentlich alles zusammen? Nee, das geht da noch nicht. So intelligent ist es dann doch nicht. Weil ich würde gerne... Das, oh, das ist ätzend. Bei Sims kann man das alles mit einmal verschieben. Aber ja, ich weiß, das hier ist natürlich nicht Sims. Nein, das ist doof. So. So. Mit einer schönen halt Sitz- und Essecke. Gut. Aber natürlich jetzt, bevor ich jetzt hier noch weitermache. Ihr kennt meinen Grundsatz. Oh, was ist das hier? Was bist du? Bodentapete. Interessant. Oh mein Gott. Azurtapete, aha. Okay, aber die Bodentapete fand ich, die passt jetzt hier doch ein bisschen besser dazu. Finde ich jetzt jedenfalls. Kann sein, dass der Raum hier ein bisschen kleiner ist als Wanderer? Nee, nee, da ist normal groß. Gut, der Boden ist natürlich auch sehr wichtig. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Natürlich nicht beim Teppich gucken. Erstmal allgemein beim Boden gucken. Das wäre eine gute Idee. oh, hier so. Oh, das hat schon ein bisschen Stil, ne? Oder so. Nee, das ist viel zu hell. Aber das ist schon ganz neat hier so. Ich denke, das könnte was werden. Auch so, ich mag auch, dass das Gelb dann immer wieder wiederkehrt, überall bei allen Sachen. Das ist halt auch schon was. Okay, gut. Gehen wir jetzt bei den Standardsachen weiter. Nee, da hat natürlich ein Bett. Das darf nicht fehlen. Und da ist natürlich auch das als naheliegendste, dass ich hier mit den Azurmöbeln weiterarbeite. Direkt. Gut. Bett darf, wie gesagt, nie fehlen. Das ist so. Das ist doch Erstklässler. So, da gibt es keinen Fernsehtisch. Also Fernsehen fällt dir vermutlich weg, außer vielleicht hängen an die Wand. Oh, eine kleine Azurbank ist eigentlich auch ganz nett, ne? So eine, nochmal hier so eine extra Sitzecke zum Entspannen. Würde vielleicht auch noch was werden. Mal gucken. Vielleicht kriege ich einen Alternativen. Eigentlich das ist ja auch so Fernostkissen ist eigentlich auch geil. Kann man sich eigentlich auch draufsetzen? Da kann man sich draufsetzen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das muss ich mir merken für später. das wusste ich gar nicht. Das ist gerade schon so ein bisschen geil, ne? Macht mich gerade schon so ein bisschen an. Soll ich das hier mal nehmen? Ich weiß nicht.
Ich habe gerade immer so ganz kurz das Verlangen, bei den Teppichen zu gucken. Ich könnte natürlich auch wieder hier so voll krassen Teppich benutzen. Oh, das liebt er. Das liebt er. Boah, dann kann man hier so... Keine Ahnung, was finde ich denn hier so? Aber das geht ja doch nicht. Dazu müsste ich das hier so... So. Ich weiß nicht. Nee, dann lasse ich lieber so ein bisschen rausgucken. Das wäre dann lieber... Statt dass ich das alles um ein halbes nach vorne schiebe, dann riskiere ich das lieber so, dass das halt eben dann so ein bisschen unpraktisch ist. Gut, ja. Guck ich mal weiter. Also von dem Teppich war ja ganz verzaubert, ne? Das war jetzt hier voll seins. Ich könnte natürlich auch so voll krass sein, warte mal. Ich könnte ja auch. Ja, mal kurz wegwerfen. Okay. Ach, da ist ja sogar neu, der Tum-Teppich. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Einfach ein bisschen größer mache und hier so voll krass so in die Mitte platziere einfach. Wow, wohnlich wie shit. Na, das vielleicht jetzt nicht, aber wohnlich. Hier, yeah, das ist auch blau. Ich gucke einfach mal so nach blauen Dingen. Die man hier und... das ist ja schick. Blaue Feilchen. Boah, da bin ich gerade voll krass. Ja, sowas. Mein Gott, scheiß auf die Blume hier. Wir haben hier viel besseren Stoff. Hier, die kann ich ja hier hoch tun. Boah, gefällt mir voll gut. Frag jetzt, wie ich das hier mit dem Bett mache und so, ne? Ich könnte ja jetzt hier so. Das ist auch nicht so ideal. Ich könnte höchstens das hier so machen. Dass es hier so ein bisschen abgegrenzt ist. Dass man. Nee, nee. dass man sich hier so reinlegen kann und dass das halt, dass hier das alles so ein bisschen abgrenzt. Dann kann ich hier vielleicht noch einen kleinen Nachtschrank hinstellen. Ich bin so voll der krasse Nachtschrank-Fan. Ich gucke jetzt trotzdem noch mal ganz kurz durch. Mhm. Kühlschrank wäre eigentlich auch noch geil, ne? Wenn einmal ein Esstisch da ist. Könnte man eigentlich auch. Oh mein fucking Gott! Ballon! Ich weiß nicht genau, wofür ich ihn brauche, aber ich brauche ihn unbedingt. Es gibt Ballons! Bestes Spiel überhaupt! Okay, gut. Gucken wir nochmal. Musikinstrumente können es auch mal ein paar mehr geben. Das ist irgendwie voll schade. Ich würde gerne auch noch ein bisschen mehr hier so essen. Genau. So ein bisschen Lunch halt so, ne? So. Als ob man hier so voll krass was essen wollen würde. Ja, hier sowas. Kann ich auch so hinstellen. So, boah, Kreuz erstmal. Vielleicht finde ich da noch was Gutes. Was haben wir hier noch? Was ist das? Eine Bento-Box. Na klar. So. Boah, voll toll. Was? Hoch? Ist noch gar nicht. Ich guck mal noch. Moment. Weil so ein Nachtschrank wäre eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, da habe ich nichts Passendes. Das ist schon ziemlich doof irgendwie. Und dann gibt es halt keinen Nachtschrank. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, Sofa, du nicht. Gut, dann drehe ich das hier einfach mal. Dann ist das hier quasi so ein Ersatz für einen Nachtschrank. Mach ich mal so. Mal schauen, was es für Lampen gibt. Vielleicht habe ich sogar... Vielleicht gibt es sogar blaue Lampen. Müssen wir mal kurz gucken. Ach ja, sogar... Azurschränkchen. Auch so, mit gleich mit. Ist da gleich eine Lampe mit dabei? Oh, hör doch auf. Och, da ist sogar gleich eine Lampe dabei. Ich geh krachen, ist das geil. Okay, ich guck trotzdem aber nochmal. Uhr. Hier noch so lustige Deko-Elemente. Mülleimer könnte man eigentlich auch. Der ist auch schon blau. Guck mal, komm. Nehmen wir den Ofen noch. Ich stelle hier mal irgendwie alles. Zu. Und die Blume mache ich erstmal hier hin. Das ist vielleicht ein bisschen die Blumenecke oder so. Mal gucken. Dann können wir das hier so schön mittig stellen erstmal. Gibt es denn auch sowas wie eine Kommode? Haben wir Kommoden? Azurkommoden oder so? Ja, hier und da auch ganz nice, ne? Sehr schön. Da freut er sich. Die habe ich ja hier vorne schon. Ich bin ja auch ein Dödel, ne? Oh, jetzt war er gerade entsetzt, weil ich jetzt einfach so wegräume. So,
Azurspind, Azurschrank. Was ist der Unterschied zwischen Spind und Schrank? Ein Liebter auf jeden Fall. Es ist ein Baby quasi. So. Was ist jetzt hier da? Sieht ja noch nicer aus. Boah, das ist ja alles. Oh, das ist schon fast zu viel, ne? Es ist schon fast zu viel. Oh Gott. Kann ich eigentlich? Nein, ich kann nicht. Schade eigentlich, dass ich nicht kann. Jetzt ist es einfach mal hier oben so hin, ne? Und. Da kommen die nicht. Lass ich mal verschwinden. Aber den lasse ich da. Nee, da darf nichts hin. Da kann aber was hin. Hier könnte man noch irgendwie was hin. Also Spielkarte. Ich würde gerne hier noch eine Pflanze hinsetzen. Ich brauche das immer so, dass hier irgendwie noch Pflanzen sind im Zimmer. Sonst bin ich irgendwie nicht ganz zufrieden. Wo war denn das nochmal? Hier. So, ein Pflänzchen kann ja mal noch rein. Irgendwas Großes, was hier noch so den Raumteiler noch so ein bisschen verstärkt. So, okay. Sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus, ne? Okay, dann gucke ich nochmal bei Hängesachen. Azurwandregal. Das kann man ja so. Das sollte ich ja hier mehr so hier so. Ja, genau. Machen wir es mal so. Ich möchte wieder bei den Hängesachen gucken, bitte. Fernseher können wir auch noch an die Wand bringen, ne? Könnt ihr wenigstens Fernseher essen, Fernsehen gucken. So, yeah, Sport oder was weiß ich. Okay. Boah, jetzt sieht es langsam geil aus. Also der Fernseher, der hat jetzt hier schon so ein bisschen rausgerissen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ach, so eine Weltkarte ist eigentlich auch schön blau, ne? Muss man ja auch mal sagen. Was ist das? Alter Kuchen. Ich mag alten Kuchen. Nein, eigentlich nicht. Ich habe vom Kuchen geträumt. Ich habe geträumt. Was ist denn... Hä? Was? Wo ist der alte Kuchen? Du bist doch gar nicht, was du bist. Du bist falsch. Das hier sollte hier hin. So, übers Bett. Alter Kuchen überm Bett. Ist doch immer gut. Oh, falsch. Ja. Nein. Auch was Blaues zum Anziehen wäre ganz nice für dich, ne? Mal ganz kurz. Boah, Holzhackerhemd. Für richtig harte Typen wie dich. Schenk's mir hier übers Bett. So, irgendwas wollte ich auch noch aufhängen. Ich hab's schon wieder vergessen. Man kann auch hier auch noch was an die Decke machen. Ach hier, an die Decke. Ach du Schande, das ist ja... Das ist ja viel. Oh mein Gott. Okay. Papierballdeko, eine Möwe. Prachtkronleuchter, was ist das? Abzugshaube. Ich möchte... Ich nehme das hier einmal, bitte. So vielleicht. Nee. Oder? Das wollte ich gerade gar nicht, lol. Ich möchte... Nein! Ich möchte das nehmen, genau. Puh. Das vielleicht steht so über den Esstisch. So, dass die halt eben auch beim Essen mal sehen können. Das ist eigentlich ganz nice, so. So, also eigentlich, am Anfang dachte ich so, oh je, das geht schief. Aber jetzt so im Nachhinein ist es doch ganz geil, ne? Ich will vielleicht noch was hin. Ach ja, genau. Die Weltkarte wollte ich vielleicht noch irgendwo hinpacken. Boah, ich liebe es, wenn alles zugestellt ist. Tut mir leid. Ja, genau dahin. So. Hier kann man... Ist schon irgendwie geil, oder? Also hier bin ich wieder... Ich weiß nicht. Das hier... Vielleicht sehen manche da keinen Unterschied. Vielleicht finden andere das von der Aziza viel besser. Aber ich finde das jetzt hier zum Beispiel auch wieder total geil. Gefällt mir total gut. Ich bin gerade total zufrieden mit meiner Arbeit. Okay, wir reden mal mit dir. Bist du fertig? Nipp, nipp, nipp. Na klaro. Echt jetzt? Na los! Das muss ich mir gleich anschauen. Nipp, nipp. Yeah! Okay.
Jörg, blaue Phase. Au, oh, was hat's geknackt? Ja, und. Oh. Mhm. Ja, und wie gefällt's dir, Jörg? Ist doch eigentlich ganz nett so. Also mir gefällt's sehr gut. Ah, da sitzt er sogar. Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin total begeistert, auch wenn wir gerade irgendwie so voll im Schrank rein sind. Von der Ansicht her. Das sieht irgendwie gerade dämlich aus. Sieht man ihn vielleicht noch immer irgendwo, wie er was macht? Irgendwas kehrt oder so? Oder... Ja. Ganz nett. Okay. Nip, dip, dip. Ja. Total schön, was du da gemacht hast. Ich bin begeistert. Danke. Oh, yeah. Du kannst jetzt die Aktion Winken ausführen, die, was ich irgendwie nie mache. Aber okay, gut, ich kann's. Das ist halt die Hauptsache. Speichervorgang. Bitte schalte das System nicht aus. Keine Sorge, mache ich nicht. Yumi, willkommen zurück. Das war gute Arbeit heute. Wie der Chef schon sagte, ist Melinda morgen hier, um die öffentlichen Bauprojekte zu sprechen. Dann musst du fit sein als Leiterin des Stadtentwicklungsprojektes. Also, mach nicht mehr so lange. Okay, gut, wir schreiben jetzt noch den Bericht. Mal gucken, ob ich morgen auch noch lernen kann. Das wäre ganz geil. Aber erstmal beenden wir den Tag. Möchtest du den Bericht zum Tagesabschluss schreiben? Tagesbericht schreiben. Oh, mal gucken, was Melinda uns morgen für eine Arbeit gibt. Ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, Yumi Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer. Okay, bye.